Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie umrahmt von den schönsten Personen, die Caro Galeut in diesem Jahr auf energischen Bühnen wird, herzlich begrüßen, hier umrahmt von unserem Kinderprinzenpaar und unserem aktiven Prinzenpaar, das in diesem Jahr auch das Prinzenpaar der Kreisstadt saluiert. Und ich freue mich richtig herzlich, dass am heutigen Nachmittag ein so schön gefüllter Saal hier vor uns steht. Und deshalb an Sie alle zunächst einmal ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie heute Nachmittag hierher gekommen sind. Herzlichen Dank. Die Fälle gibt es ja in diesen Tagen eine ganze Reihe. Viele Vereine mit ihren Prinzenpaaren laden befreundete Gesellschaften ein, laden aber auch dann gleichzeitig ihre eigenen Mitglieder dazu, zuzüglich derer, die Arbeit des betreffenden Vereins unterstützen. Und das gilt natürlich auch für die KG Caro Galeut-Boden, dass auch sie in diesem Jahr zum einen natürlich froh ist, dass wir eine so große Vereinsgemeinschaft haben, die wir hier alle begrüßen können. Zum zweiten, dass wir so viele befreundete Karnevalsgesellschaften haben, die wir hier begrüßen können. Und zum dritten natürlich, dass uns auch diejenigen, die unsere Arbeit und hier insbesondere den Roten Anzug unterstützen, dass auch sie in so zahlreicher Form heute Nachmittag da sind. Und dafür darf ich an dieser Stelle sogar nochmal herzlich danken. Den Präsidenten oder Schatzmeister aus den einzelnen Gesellschaften, die werden mir dann recht geben, dass unsere vielfältige Arbeit, die wir leisten im Laufe eines Jahres, natürlich auch einen entsprechenden Rückhalt auf der finanziellen Seite braucht. Und ich sage Ihnen allen nichts Neues, und das sehen Sie tagtäglich in den Tageszeitungen, dass gerade ja aufgrund der kommunalen Finanzsituation die Vereine natürlich auch in Bezug auf die Freiwilligkeit von Leistungen der städtischen Haushalte durchaus in die Gefahr geraten, dass sie, naja, vielleicht nicht mehr ganz so gut unterstützt werden wie in den vergangenen Jahren. Und deshalb an dieser Stelle natürlich auch mein Appell, und ich denke, das sage ich auch mit Sicherheit im Auftrag und im Sinne des Präsidenten des Verbandes Leipziger Karnevalsvereine, Horst Wachter, sagen, den ich hier herzlich begrüße, dass es jetzt umso mehr darauf ankommt, dass wir alle, die wir in diesen Uniformen hier stehen, natürlich auch bei der entsprechenden Politik, jeder für seinen Bau, jeder für seine Stadt, dafür wirkt, dass Karneval mehr ist als nur Klamauk, als nur Gehopste auf der Bühne, sondern dass Karneval einerseits Brauchtum ist und dieses Brauchtum natürlich dann auch eine entsprechende kulturelle Unterstützung genießen muss. Und das geht nur, indem uns die städtischen Haushalte, die Kommunen natürlich auch nach wie vor unterstützen. Und deshalb mein Appell an die anwesenden Politiker, die hier heute Abend da sind, bitte lasst uns hier in dieser Frage nicht im Stich. Wir brauchen euch, um in Zukunft unsere Arbeit so tun zu können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Herzlich willkommen hier bei Caro Galeut zum Prinzenpaar. Und jetzt muss ich etwas machen, was ich eigentlich im Laufe von fast 40 Jahren, in denen ich hier also tätig bin als Vereinsvorsitzender, noch nie habe machen müssen. Ich muss eine Erklärung abgeben und ich hoffe, Sie verstehen das. Es ist üblich, dass wir bei einem solchen Empfang zum einen bei unseren Aktiven, bei unseren Gästen und bei unseren Sponsoren uns bedanken, nicht nur mit einem feuchtbaren Händedruck, nicht nur mit guten Worten, sondern auch mit einem wunderschönen Ort. Und in diesem Jahr wollten wir das auch tun. Und wir haben Ihnen deshalb schon mal einen so schönen Ort, wie wir ihn also uns ausgedacht haben, hier an die Wand geworfen. Und es ist ein besonderer Ort, das darf ich sagen, denn wir haben diesen Ort in diesem Jahr auch im Protektorat unseres Stadtprinzenpaares gewidmet. Wir haben alle
Stadtteile, die wir in dieser Stadt haben, alle wunderschönen Stadtteile, mit in diesen Ort integriert. Und Sie sehen, dass der Ort auch ein anderes Aussicht hat, vom Häuschen her. Es stellt also einen Prinzenumhang dar. Und kann man also, denke ich, sehr deutlich erkennen, natürlich auch die Indizien unserer Gesellschaft, aber halt eben das Stadtprinzenpaar in der Mitte. Und dieses Stadtprinzenpaar ist stellvertretend natürlich für alle Stadtteile dieser Stadt die Repräsentanz im Sauerland sprechenden Fachabteilungen gewisser Firmen gewandt und haben diesen Orden dann also regiert. Und wie das heutzutage so ist, meine Damen und Herren, obwohl wir eigentlich beim örtlichen Handel bleiben, geht dieser örtliche Handel und einige Vereinspräsidenten werden das wissen, dann über die Grenzen hinaus und lassen diese Orden fernab unserer Heimat produzieren. Und deshalb können wir heute Abend diesen großen Orden nicht überreichen. Wir können aber, und das werden wir nachher organisieren, Folgendes machen: Wenn diese Veranstaltung vorbei ist, dann stehen oben vor der Halle Busse. Da setzen wir sie alle hinein. Wir fahren dann nach Frankfurt zum Flughafen, steigen dort in einen Boeing und fliegen dann nach China. In China steigen wir aus, gehen in die entsprechende Fabrik und dann dürfen Sie alle dort in China sich Ihren Orden mit nach Hause nehmen. Das Ganze hat nur einen Haken. Wir bezahlen Ihnen den Hinflug. Wie Sie zurückkommen, das ist nur ein einziges Exemplar des großen Ordens hier vor mir. Und dieser Orden hat auch eine gewisse Besonderheit, eine technische Besonderheit. Sie sehen hier vorne ein Wachhäuschen und aus diesem Wachhäuschen kann jeweils ein Löffelgardist einmal rein und einmal rausgehen. Und das heißt, und auf diese Idee bin ich gekommen, als ich irgendwann mal eine große Stadt besucht habe und der Stadtführer, als wir an ganz bestimmten Häusern vorbeigefahren sind, gesagt hat, auf diesen Häusern sind immer irgendwelche Fahnen oder Flaggen. Und er hat dann folgenden Spruch geprägt: Man merkt dann, wenn der betreffende Hausherr in diesem Haus drin ist, das können Sie folgendermaßen merken: Wenn der Lappen draußen ist, ist der Lumpen drin. Und das war so ein bisschen der Gedanke auch von dieser Aktion. Dann, wenn unser Prinzenpaar im Prinzip in Aktion tritt, nach draußen geht, sie alle besucht, dann steht auch der Löffelgardist vor seinem Häuschen und bewacht dieses Prinzenpaar. Und wenn das Prinzenpaar schläft, geht auch der Löffelgardist zur Ruhe. Von daher also diese kleine Geschichte mit diesem Ort. Aber die Rotner wären natürlich nicht die Rotner, hätten sie nicht irgendwie einen kleinen Gag noch in der Hinterhand. Und Sie wissen ja alle, es gibt bei uns auch immer einen Damenorden. Und Chinesen sind ja nun mal von Natur aus etwas klein geraten. Und die dachten also, das sei der Orden der Karo Blau Gold. Und haben von diesem Orden uns exakt 50 Stück geschickt. Die können wir heute Abend also schon mal an den Mann oder an die Frau bringen. Und da bitte ich jetzt alle Herren um Rücksicht, dass also diese Orden dann natürlich für unsere wunderschönen Damen sind. Und ich denke, sie tragen alle ein herrliches Dekolleté, sodass also dieser Orden einerseits natürlich auch sich selber wirkt, aber andererseits natürlich auch das Dekolleté nicht verdeckt. Dieser Orden würde es bestimmt tun. Deshalb darf ich also Ihr Verständnis bitten, dass wir diesen Orden nachher an die Damen überreichen, aber ich kann allen anderen versprechen, dieser Orden wird kommen und wir werden ihn dann natürlich auch nochmals nachreichen und überreichen. Also wer bei uns hier bei KOV-Gold ist, wird natürlich auch einen solchen wunderschönen Orden erhalten. Ich hoffe, Sie sind alle damit einverstanden. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, aber die Firma Fisch, die uns die Orden macht, ist selber untröstlich, aber
war, er hat gesagt, er hat sie einfach nicht bekommen und sie sind seitdem leider Gottes noch nicht bei ihm eingetroffen und ich hoffe aber, dass wir das in den nächsten Tagen nachholen können. In diesem Sinne, noch einmal, herzlich bei uns begrüßt, wir auch mit unseren Prinzenpaaren, fühlen Sie sich wohl, trinken Sie einen auf uns, Sie dürfen dann gerne auch mehr trinken, denn die Getränke, und das darf ich an dieser Stelle auch sagen, werden also gestiftet von dem Betreiber unseres Restaurants und der Familie Hirtz. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr haben wir diese zwei Fässer hier nicht geschafft. Ihr solltet euch daran messen lassen, ob ihr das in diesem Jahr hinkriegt. Also es müsste eigentlich funktionieren. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an die Firma Karlsberg, die uns hervorragend immer wiederum finanziell unterstützt. In diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen. Ich gebe jetzt gleich ab an meine beiden Freunde, die also den Rest des Programms dann darbieten wollen. Haben Sie alle was zu trinken? Ich hoffe, das ist so. Da ist noch relativ wenig Bewegung bei Ihnen. Kein Gerücht, Leute. Ich packe euer Stadtwohnen abfüllt sich auf. Das ist ganz toll, toll. All unsere aktiven Freunde und Sponsoren sind heute geladen. Wir wollten mit uns im Orden Danke sagen. Leider haben wir vernommen, unsere Orden sind noch nicht alle angekommen. All denen, die gleich keinen haben, wird er dann auch nachgetragen. Danke an alle, die uns mit ihren Spenden unterstützen. Danke an alle, die auf der Bühne für uns sitzen. Danke an alle, die mit ihren Händen und ihren Handschuhen unterstützen. Denn ohne euch alle werden wir heute hier nicht sitzen. Auch Ihnen, die wir vergessen haben, denen wollen wir alle Danke sagen. Auch ein großes Dankeschön an all unsere Freundinnen, Vereine und Prinzenpaare, die heute hier stehen. Wir haben uns schon